Netflix. No, Blätflix. Nicht nur Morgenstern macht Millionen von Klicks und hat einen riesen Hype, sondern auch sein Produzent Slava. Ja? Ja, ich weiß, Slava hat, bevor er mit Morgenstern sich getroffen hat, auch schon bereits Musik gemacht. Das habe ich festgestellt, nachdem ich angefangen habe, über Morgenstern zu recherchieren. Jetzt aber startet er auch Solo durch. Ja? Denn Slava hat sich ja jetzt so gesehen vom Morgenstern getrennt. Also, der wohnt ja nicht mehr in dem Haus von Morgenstern. Aber die haben beide auch immer noch zusammen Kontakt. Ja, arbeiten auch zusammen zwischendurch an gewissen Songs. Aber Slava macht auch Solo-Musik. Und einen Song, den er jetzt veröffentlicht hat, würde ich gerne mir anhören. Weil viele auch von euch das empfohlen haben. Aber auch ich selber interessiere mich. Deswegen, let's go. Die Stimme hat aber sehr gut bearbeitet, muss ich sagen. Also dieses schön, dieses Hall und dieser Reverb, der dahinter steckt, sehr schön. Wenn jetzt hier noch Morgenstern drauf rappen würde, dann würde das genial sein. Der Beat passt genau gut zu Morgenstern. Ey, Respekt, das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Ja, ich weiß, es ist New School. Ja, ich weiß, dass viele mir sagen werden, Abatero, Abatero, Abatero. Aber es hört sich gut an. Es hört sich gut an. Sehr gute Qualität. Das hat auf jeden Fall Morgenstern-Style. Das kann man sagen. Das hat auf jeden Fall den Style von Morgenstern. Das hört man auch in der Stimme von Slava. Ja, vielleicht hatte Slava auch diese Idee, dass Morgenstern auf eine andere Art und Weise auch so ein bisschen rappen sollte. Weiß man ja nicht, ja, wer die Idee hatte so. Aber das ist so der Morgenstern-Style, ja. Boah, der singt echt gut. Der singt echt gut. Ich habe irgendwo mal auch, ich glaube, ein Video habe ich mal geguckt, dass der Produzent auch, also dieses Slava, richtig viele Instrumente auch spielen kann. Ich gehe davon aus, der war wahrscheinlich auf irgendein Instrument, also Musikschule oder so. Und der beherrscht das ziemlich gut. Also auch, wie man mit der Stimme so spielt und variiert. Sehr gut. Ich vermute, Slava wird der neue Star auf dem russischen Himmel sein. denn Talent hat er. Bearbeiten kann er auch sehr gut seine Stimme. Er kann auch sehr schön seine Stimme spielen. Er kann auch Beats bauen. Also das ist ein vollwertiger Musiker, dieser Slava. Muss man auf jeden Fall zugeben. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf die Entwicklung und ich bin gespannt auf die neuen Songs. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Ich liebe euch.